Manche von ihnen mögen mich ein Erlöser nennen. Andere werden mich ein Verbrecher nennen. Was meinst du? Wo ist sie? Man hat mir in meinem Leben schon viele Namen gegeben. Für die meisten Menschen bin ich einfach nur ein Dealer. Aber das sollen Sie entscheiden. Heutzutage bestimmt der Stoff, den man kauft, den sozialen Status. Man könnte umgelegt werden für eine Prise Diesel oder White Russian. Oder aber man macht einen Kult draus, sich Shit mit einem ganz edlen Namen zu besorgen. Der Punkt ist, die Leute mit Geld werden den Stoff mit dem tollen Namen kaufen. Nur an diesen Stoff kommt man nicht so leicht ran. Er wächst nicht einfach auf dem Hinterhof. Dieser Stoff ist Kusch. Wenn man richtigen Kusch selbst anbauen möchte, muss man ein echt schlaues Kerlchen sein. Sowas konnte nicht jeder. Hier sehen wir den Professor. Er war einer der besten Studenten in Yale, bis er dort rausgeworfen wurde, weil er Psilocybin in seinem Kühlschrank hatte. Ich hatte das Glück, ihn zu treffen, als ich dringend Geld brauchte. Ich hatte den Samen und er wusste, wie man ihn zum Reifen bringt. Kusch war meine Zukunft. Hey, Professor. Yo, Dusty, da bist du ja. Was ist los, Mann? Wie sieht's aus? Gut, Bruder. In 7 Tagen kann ich die hier ernten. Mann. Das ist Kusch, verdammt nochmal. Zur Hölle, ja. Und wie viel wiegt das alles? So viel wie bei der letzten Ernte? Siehst du an. Nicht schlecht, was? Verdammt, Professor. Wie viel wiegt das ganze Zeug? Da drüben ist eine mit 10 Pfund. Das ist alles? 10 Pfund? Wir müssen dieses Mal 20 Pfund pro Monat machen. Ich habe eine Menge Rechnungen zu bezahlen. Dünger könnte vielleicht dabei helfen, aber eigentlich brauchen wir einen besseren Platz. Sieh mal, das kann ich zurzeit nicht machen. Wir werden bald ganz groß rauskommen, vertrau mir. Aber jetzt müssen wir das hier zum Laufen bringen. Ich bin's leid, für die verdammten Kanadier zu arbeiten. Verstehe. Cool, gute Arbeit. Das für dich. Ich bin sicher, Sie wollen wissen, wie ich da hineingeraten bin. Sei brav. Es war damals, Mitte der 90er. Jeder, den ich kannte, hatte irgendwo etwas Stoff. Es war einfach dran zu kommen. Solange man wusste, wie man zu fragen hatte. Ich habe mit meinen Freunden gekifft, solange ich denken kann. Ich hatte selbst keine Eltern, also war ich immer wieder in einer neuen Pflegefamilie. Meine Mutter starb, als ich 10 war. Mein Vater, verdammt, ich kannte ihn gar nicht. Ich musste selbst durchkommen. Ging nicht anders. Ist das Pat? Weißt du doch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich was habe. Nein, nicht so. Nicht so. Noch so. Du musst den Rauch inhalieren. Wenn man nur ein paar Meilen von Malibu entfernt aufwächst, ist das wie nie endende Ferien. Ein Leben wie in der Werbung. Wie viel ist denn das? 3,5 Gramm. Ich hab dir doch gesagt. Nur 3,08, ha? Ich denke, ich hätte es kommen sehen können. Wenn einen das schnelle Geld erstmal im Griff hat, kann man nichts mehr tun. Es ist wie eine Sucht. Das sieht aus, als hätten wir einen 1000er Gewinn. Spar es und verdoppel es jedes Mal. Das ist Kleingeld. Hast recht. Du wirst es mir noch danken, Mann. Wenn man jung ist, denkt man nicht daran, dass die Entscheidung, Drogen zu verkaufen, das gesamte Leben bestimmen wird. Und dein Freundeskreis.
Quartals von Los Angeles ist wie eine dicke Scheibe Weißbrot. Direkt neben der Pornhauptstadt der Welt. Das ist Calabasas. Das hier ist eine Gegend mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, bewachten Eingangstouren und privaten Tennisstunden für Kids. Jedes Kind bekommt sein BMW zum 18. Geburtstag. Wie sie seit den 70ern in anderen Gegenden üblich ist. Scheint alles perfekt. Alles weiß und reich. Aber ich frage sie, wieso hat eine Gegend Amerikas, die so voller Ideale ist, eine Generation Menschen hervorgebracht, die vor sich hinlebt und nie darüber nachdenkt, was in der nächsten Stadt so los ist? Oder hinter der nächsten Tür? Die, die die Wirklichkeit perfekt ausblendet. Meine Wirklichkeit.